Hallo und herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Mein Name ist Georg Hagel und in diesem Video beantworte ich die folgenden drei Fragen. Was ist die Hallstättmetrik? Wie wird die Hallstättmetrik berechnet? Und wie kommt das Volumen der Hallstättmetrik zustande? Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Schon 1977 hat Maurice Hallstätt sein Buch Elements of Software Science geschrieben. Darin hat er einige Metriken entwickelt, um Programmcode wissenschaftlich auf seine Komplexität zu untersuchen. Seine Metriken sagen viel über den Programmaufbau aus. Dazu werden zunächst vier Werte bestimmt. Die Gesamtzahl N1 der Operatoren im Code, die Gesamtzahl N2 der Operanden im Code, und dann die Anzahl Eta1 verschiedener Operatoren sowie die Anzahl Eta2 verschiedener Operanden. Mit diesen Werten kann beispielsweise die Programmlänge des Codes bestimmt werden. Zählt man die Gesamtzahl der Operatoren und die Gesamtzahl der Operanden zusammen, erhält man die Programmlänge n. Die Größe des Vokabulars Eta, also die Größe der verschiedenen eingesetzten Elemente im Code, wird durch die Summe der Anzahl verschiedener Operatoren und der Anzahl verschiedener Operanden bestimmt. Damit kann ausgesagt werden, mit wie vielen verschiedenen Elementen das Programm erstellt wurde. Das Volumen V eines Programms kann durch die Programmlänge multipliziert mit dem Zweierlogarithmus der Größe des Vokabulars bestimmt werden. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Es handelt sich bei diesem Code um den euklidischen Algorithmus. Mit ihm kann der größte gemeinsame Teiler zweier ganzer Zahlen bestimmt werden. Um genau zu sehen, wie man am besten die Hallstättmetrik bestimmt, führe ich das einmal Schritt für Schritt vor. Ja, bei diesem Beispiel wollen wir die Hallstättmetriken für diesen Code ausrechnen und dazu legt man am besten als erstmal eine Tabelle an. Und zwar die Tabelle soll bestehen zum einen aus den Operatoren und aus den Operanden. Die zwei Spalten brauchen wir immer, weil wir ja die verschiedenen Operatoren und die verschiedenen Operanden bei der Hallstättmetrik bestimmen wollen. So, wie geht man jetzt am besten vor, dass man nichts vergisst? Man unterstreicht am besten Stück für Stück im Code die Dinge, die man schon bearbeitet hat. Also, wir fangen mal an mit int. Int ist ein Operator, also schreiben wir den hierher und machen mal einen Strich hin, weil der ja bisher einmal vorkam. Dann kommt GGT1, auch mit einem Strich. Und jetzt kommt was Wichtiges, jetzt kommt eine Klammer. Und Klammern werden grundsätzlich gemeinsam betrachtet, also die geschweiften Klammern und die runden Klammern und sogar die eckigen Klammern. Und wir betrachten bei den Klammern immer nur die Klammer auf. Die Klammer zu betrachten wir nicht. Also wir haben jetzt einmal ein Vorkommnis von der Klammer. Dann kommt als nächstes wieder das int. Das hatten wir schon. Also kommt hier mal ein zweiter Strich hin. Dann kommt ein x. X ist ein Operand. Also machen wir den hier rüber. Und machen da mal ein 1 hin. Dann kommt ein Komma. Komma ist ein Operator. Also das packen wir hierher. Dann kommen wir wieder zum int. Das packen wir hierher. Y. Das ist wieder ein Operand. Die Klammer zu interessiert uns nicht. Aber die Klammer auf interessiert uns. Also machen wir hier wieder einen Strich hin. Achtung, runde Klammern und geschweifte Klammern werden gemeinsam gezählt. Als nächstes kommt while. Das ist ein Operator. Dann kommt wieder eine Klammer. Klammer auf wird gezählt. Also machen wir hier wieder einen Strich. Das x kommt hierher. Dann haben wir den Ungleich-Operator. Also kommt hier ungleich hin. Das ist ein Operator, der besteht nicht aus Ausrufezeichen einmal und Gleichheitszeichen einmal, sondern der Operator heißt ungleich und ist einfach ein Operator, der aus zwei Zeichen besteht. Dann haben wir y, das hatten wir schon mal. Klammer zu interessiert uns nicht, aber Klammer auf interessiert uns, also kommt hier ein Strich. Jetzt kommt das if. If ist wieder ein Operator. Klammer auf. X haben wir auch schon. Größer. Y. Klammer zu interessiert uns nicht. X minus gleich. X minus gleich. Ah, wir haben einen Strich vergessen. Y, Strichpunkt. Strichpunkt ist ein Operator. So, jetzt kommt wieder was Wichtiges. If und else zählen wir genauso wie bei Klammern nur das erste, also
Das if wird gezählt, das else wird nicht gezählt. Dann kommt y minus gleich x Strichpunkt. Klammer zu, interessiert uns nicht. Return x Strichpunkt. Klammer zu, interessiert uns nicht. So, jetzt haben wir also alle Operatoren und alle Operanden gezählt und aufgezählt. Jetzt können wir also ganz leicht die verschiedenen Werte bestimmen. Und zwar müssen wir jetzt bestimmen n1, n2, dann das Eta 1 und Eta 2. Und wir müssen n bestimmen und Eta bestimmen. So, n1 ist die Menge aller Operatoren, und zwar nicht nur die Menge, sondern das einzelne Vorkommnis. Also zählen wir jetzt hier, bei int haben wir 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also kommen hier 20 raus. Hier haben wir insgesamt 11. Damit ist das n gleich 31. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Vorkommnissen. Also nur verschiedene werden jetzt gezählt. Das heißt, wir zählen einfach ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also Eta 1 ist 11. Und hier zählen wir auch ab. 1, 2, haben wir 2 und Eta ist 13. Damit haben wir also jetzt die Werte der Hallstättmetrik bestimmt. Wir wissen, dass unser Programm aus insgesamt 13 verschiedenen Elementen besteht und wir wissen, dass insgesamt 31 Elemente in unserem Programm vorkommen. Fassen wir also nochmals zusammen. Zum einen werden die Operatoren betrachtet. Sie werden mit ihren Häufigkeiten in eine Tabelle eingetragen. Dann zählen wir die Anzahl der verschiedenen Operatoren Eta 1, in unserem Beispiel 11, und bestimmen deren Gesamthäufigkeit n1 bei uns 20. Jetzt schauen wir uns die Operanden an. Auch sie tragen wir mit ihren Häufigkeiten in eine Tabelle ein. Dann zählen wir auch sie. Bei uns Eta 2 gleich 2 und wir bestimmen auch ihre Gesamthäufigkeit n2 gleich 11. Mit diesen Werten können wir nun die Hallstättmetrik, also die Programmlänge 31, das Vokabular Eta gleich 13 und das Volumen V gleich 115 Bit bestimmen. Um zu zeigen, welche Aussagen man mit der Hallstättmetrik machen kann, habe ich noch einen zweiten Algorithmus zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers mitgebracht. Hier habe ich auch wieder die beiden Tabellen erstellt und mit den entsprechenden Werten gefüllt. Dann habe ich N1, N2, Eta 1 und Eta 2 berechnet und damit die Hallstättmetrik bestimmt. Stellen wir die Werte für Programmlänge, Vokabular und Volumen gegenüber, sehen wir, dass der zweite Algorithmus ein größeres Vokabular und eine größere Programmlänge besitzt. Wir müssen ihn also aufgrund der Hallstättmetrik als komplexer bewerten. Schaut man sich jedoch andere Metriken, wie zum Beispiel McCabe, an, sieht das Ergebnis ganz anders aus. Aber dazu komme ich in einem anderen Video. Zuerst noch ein paar Punkte, die immer wieder für Verwirrung beim Zählen sorgen. Zu den Operatoren. Klammer auf und Klammer zu werden als ein Operator betrachtet. Do und while, also do while ebenfalls. If else wird auch als ein Operator betrachtet. Nicht vergessen, den Punktoperator auch als Operator zu betrachten. Switch und Case Doppelpunkt werden auch jeweils als ein Operator betrachtet. Und bei den Operanden, die Zahl 1 oder die Zahl 12 werden jeweils als ein Operand gezählt, die Zahl 12,3 auch als ein Operand. Und bei den Strings wird Anführungszeichen, dann der ganze String und Endanführungszeichen als ein Operand gezählt. Man muss
aber dazu sagen, dass die Zählung der Operatoren und der Operanden bei manchen Autoren anders aussieht. Das ist auch einer der Kritikpunkte der Hallstatt-Metrik. Ich habe noch versprochen, das Volumen der Hallstatt-Metrik zu erläutern. Wie kommt jetzt der Hallstatt auf diese Art von Metrik? Und dafür habe ich ein Beispiel mitgebracht. F x größer 1, dann sei x plus gleich 7 und else x plus gleich 1. So, kein besonders sinnvolles Programm, aber wir können anhand von dem Programm sehen, wie der Hallstatt seine Metrik aufgebaut hat. Und zwar bestimmen wir zunächst mal einfach die Werte, nämlich die N1, N2, Eta1, Eta2 und N und Eta. Dazu müssen wir eine Tabelle machen mit den Operatoren und den Operanden und einfach wieder den Code abarbeiten. If ist ein Operator, Klammer auf und die geschweiften Klammern zählen wir, dann kommt x ist ein Operand, größer ist ein Operator, 1 ist ein Operand, Klammer zu zählen wir nicht, x haben wir hier, plus gleich, vorsichtig, ein Operator, plus gleich, dann kommt 7, ist ein Operand, Strichpunkt, else zählen wir nicht, genau, die Klammer zu nicht, x, plus gleich, 1 und Strichpunkt. So, dann haben wir alle Elemente gezählt und jetzt müssen wir also die Werte der Hallstatt-Metrik bestimmen. Das ist einmal das N1, das N2 und das N und das Eta1, Eta2 und Eta. So, für das N1 zählen wir, wie viele Operatoren vorkommen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also ist N1 gleich 7. Operanden haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, es sind 6 und damit ist N gleich 13. Und jetzt müssen wir die verschiedenen Operatoren zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir also Eta1 gleich 5 und 1, 2, 3. Haben wir Eta2 gleich 3 und damit ist Eta gleich 8. So, wir haben also jetzt ein Programm, das aus 8 verschiedenen Symbolen besteht und insgesamt kommen 13 Elemente vor. Und mich interessiert jetzt, wie kommt der Hallstatt auf das Volumen, auf dieses komische mit dem Logarithmus 2. Und ja, da müssen wir uns überlegen, wie hat der Hallstatt seine Metriken aufgebaut. Und er ging also davon aus, dass man einen Rechner baut, einen Computer baut, der genau dieses Programm und sonst gar nichts anderes berechnen kann. Und wenn man so einen Computer baut, dann muss man sich überlegen, wie sieht das Vokabular aus, wie kann ich das in Binärform kodieren. Und wir sehen, wir haben 8 verschiedene Elemente, also brauchen wir also irgendwie 8 Binärzahlen. Und ja, wie kann man das machen? Indem man einfach eben 3 Stellen verwendet, nämlich wir machen mal als Kodierung, haben wir jetzt mal die Möglichkeit 000. 001, 010, 011, 100, 101, 110 und 111. Und insgesamt 8 verschiedene Codierungen. Und damit können wir jetzt unsere einzelnen Zeichen codieren. Also wir sagen jetzt einfach, das hier sei das if, das sind die Klammern, das ist das größer, dann haben wir hier das plus gleich, dann haben wir den Strichpunkt, dann haben wir das x, dann haben wir die 1 und dann haben wir hier die 7. So, das soll die Codierung für unseren Computer sein. Und dann ist die Frage für unseren Computer, wie sieht unser Programm denn aus? Und unser Programm müssen wir jetzt einfach nur runterschreiben nach dieser Codierung. Jetzt kommt zuerst das if, das ist 000. Also können wir 000 aufschreiben. Dann kommt eine Klammer, also 001. Dann kommt ein x, das x ist 101. Dann kommt ein größer Zeichen, 0, 1, 0. Dann kommt die 1. Die 1 ist 1, 1, 0. Und so können wir uns das vorstellen. Unser Programm läuft jetzt immer so weiter. Und am Schluss haben wir einen Strichpunkt. Der Strichpunkt ist 1, 0, 0. Jetzt sehen wir, dass einzelne Block hier jeweils 3 Bit ist, also 3 Bit Länge hat. Und wenn wir jetzt den Logarithmus, den Zweierlogarithmus von Eta uns anschauen, dann ist das gleich der Zweierlogarithmus von 8 und das ist gleich 3. Und was war das Volumen? Das Volumen war gleich n mal Zweierlogarithmus von Eta, also in unserem Fall n ist, müssen wir gucken, 13 mal jetzt die 3 ist gleich 39 Bit.
Jetzt sehen wir, wo das herkommt. Also wir haben insgesamt eine Programmlänge von 39 Bit. Und das kommt eben daher, weil wir 13 Elemente haben, die wir jeweils eben mit 3 Bit kodiert haben. Jetzt versteht man vielleicht auch, wie der Hallstatt auf diese Metrik kommt und wie er vor allem auch auf das Volumen kommt. So, das war's, was ich euch über die Hallstatt-Metrik erzählen wollte. Der Herr Hallstatt hat in seinem Buch noch viele weitere Metriken aufgeführt, die ich aber hier nicht behandeln will. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder mir über eure Erfahrungen mit der Hallstatt-Metrik berichten wollt, schreibt einfach unten in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht den Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr zum Thema Software Engineering erfahren wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen bei Software Engineering Education.